Kratos! Warum? Warum? Wir haben ihn gerade noch gelobt, Leute. Wir haben ihn gerade noch gelobt. Ja. Lobe niemals den Map-Erbauer. Bevor du die Map gefahren bist. Meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, ihr alle hattet ein gutes Wochenende, genau wie wir. Erstmal hallöchen Ares. Knack, knack. Und heute ist wieder Montag, das heißt wieder Let's Test Zeit. Und heute geht's in die Hölle, Hashtag 01. Oh, ja. Ich freue mich. Vor wem ist die Map? Oventus. Oventus. Ja, schon ein paar Stück, war immer gut. Ja, ich wollte gerade sagen, der baut doch immer ganz geilen Scheiß. Ist das eine... Ja, ist eine... Ja. 10 zu 1, dass er uns feed ist und uns hochschickt. Ich war viel zu schnell. Ja, okay. Ich aber auch, Alter. Vielleicht ist wegen Spawn. Ja, ist die Spawn näher dran, mal schauen. Ja, ja, der Spawn ist näher dran. Ja, und schon. Aber selbst dann. Es war zu schnell gewesen. Okay, Leute, wollen wir mal. Wir haben uns dazu entschlossen, keinen Kontakt zu fahren. Wir hatten es beide fast verkackt. Ares plus 2, bitte, hab ich mal gehört. Nein! Sag doch nicht Schwester, ihr Digga! Das ist unsere erste Aufnahme, wo ich singen darf. Ach ja, scheiße. Bitte alle in die Kommentare, Hashtag danke dafür, Zuckerblume. Fuck! Karma. Zuckerblume, wir danken. Was ist denn beim Big Air jetzt gerade? Ich glaube, ich läuft gerade sehr schnell nur ab. Ja, warst du schon beim Haus? Ich bin auf Weg immer deinem Schalter. Ich. Was okay. Ist da oben? Ja, ist richtig. Hä? Ich komme gar nicht vernünftig dran, Digga. Also, ich habe kein Problem, bis jetzt mit drankommen. Ich habe immer Probleme bei der zweiten Emsch. Ey, erst rutsch, Excel und dann. Da gibt es das. Ja. Ah, besser. Jetzt kriegen wir es hin. Also, dran komme ich immer ohne Probleme, das ist mein Vorteil. Und die Emsch macht mir gerade noch Sorgen. Oh, oh, oh mein Gott, Alter, war das, war das unsexy. Da kam gerade die Engine runter, habt ihr das gesehen? Ich hab's verkackt, Digga, aber vom Feinsten. Ich verkacke immer noch bei der zweiten Emschi. Ja, die ist ein bisschen unsmooth. Bisschen wieder... Erst sehr glatt, dass du runterholst und wenn du dann auf einmal Grippen gibst, ziehst du da oben extrem. Ja. Oh, fuck. Oh, Mann, was mach ich denn da, Digga? Ne, ey Junge, ey, das ist ey. Und Winters, damit bin ich nicht einverstanden mit der zweiten Emschi bis jetzt. Nee. Und es sind insgesamt, glaube ich, 3 Stück, wenn ich das richtig sehe. Das Schlimme ist ja, wo wir fahren und ich sehe den Punkt noch nicht mehr in unserer Nähe. Wow. Hammer. Warum tippe ich denn nach oben, Alter? Ich mache gerade nur Fehler. Okay, der Punkt ist über uns auf dem Haus, das heißt. Naja, wir werden wahrscheinlich hier die ganze Kacke fahren müssen. Und es sind 3 Emschi-Stufen, so wie es aussieht. Ich hör einfach kacke, wir sind immer bei der zweiten, das ist mein Schlimme. Ja, an 3 war ich auch noch nicht dran. Alter, also am Haus, ne, da musst du richtig genau fahren. Mhm. Sonst bist du gefickt. Ich bin schon eher, was nach dem Haus kommt. Klar, sah schön aus. Nein, ich komm nicht hoch. Ja, das hätte ich auch sagen können. Wenn du den Speed nicht vernünftig erwischt, hast du die AA-Karte gezogen. Also ich habe bis jetzt noch nie den Speed erwischt. Ah! Oventus, warum? Warum? Wir haben ihn gerade noch gelobt, Leute. Wir haben ihn gerade noch gelobt. Ja. Lobe niemals den Map-Erbauer. Bevor du die Map gefahren bist. Oh. Oh, das Haus ist ja echt und was ist das danach? Oh, also am Haus ist böse. Hast du's? Nein, das Haus hat mich aussortiert. Ich wollte schon sagen, ne? Okay. Ja, wiesst du eigentlich immer den Speed auf der Wallride? Mal ja, mal nein. Ich hab das nur ein einziges Mal erwischt. Nein! Oh Mann! Zum ersten Mal durch. Sobald der zweite Emschi vorbei ist, musst du nach oben ziehen. Ich bin an dem Wallride gescheitert. Ja, ich knapp davor. Oh, ist das böse. Ich war leider zu hoch. Das hat mich leider nicht so rübergeführt und hat mich gegen den Wallride geknallt. Nein! Ah! Ficken! Nein!
Irgendwie hat er sehr seltsam die MCs gebaut, meiner Meinung nach. Ja. Ich bin mir auch nicht sicher, was mit den MCs los ist. Hat sie ihre Tage. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Oh nein! Oh, auf was? Dritte MC verkackt! Freunde, das war wieder das Phänomen. Man sieht einen verkacken. Ist so, ne? Ich werde zwar am zweiten, aber ich will nicht von der Reihe runterfallen und das legt einen dann so ab im ersten Moment. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Nein! Ah! Ich weiß auch nicht. Ich habe immer das Problem beim zweiten MC. Ich droppe extrem runter. Ja. Tippe gegen und in dem Moment kriegt er so viel Grip, dass ich dann oben rüber falle. Lol. Der Anfang von MC ist irgendwie. Oh, Winters. Oh, MC. Oh, Mann! Nein! Oh, das Haus ist echt so böse. Ist so, ne? Also, das Haus ist. Harry Potter! Wow! Junge, ich weiß auch nicht, wie du sonst das Speed da bekommst. Mir wurde heute über Instagram geschrieben, dass die Person sich den Arsch ablachen würde, wenn ich irgendwann meine Tastatur schrotte. Oh. Meine Antwort nur ganz stumpf darauf war, dass es nicht weiter wird, ich habe eine Reservetastatur. Ich bin zum ersten Mal bei diesem Lücken-MC aussortiert worden. Da ist einfach eine Kante und die hält sich auf. Boah, Alter, wie fahr ich denn? Boah, Junge, ja. Warum habe ich das jetzt heute so vorgeschlagen? Ich habe nicht gerade keine Zeit. Ja, warum eigentlich? Morgen bin ich den ganzen Tag erst weg und dann habe ich noch andere Termine. Und Freitag bin ich mit meinem Bruder da zu einem, was weiß noch, irgendwas Bestandenes. Oh, nice. Egal. Die nächste Stufe nach Steuerberater, die höhere. Betriebswirtschaft, irgendeine oh, Scheiße. Oh, also Beförderung oder was? Ja. Geiler Scheiß, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Der wird jetzt Junior-Partner. Oh. Da macht der Safe Call richtig Asche dann, oder? Also manch einer neidisch. Ja, das glaube ich. Also ich auf jeden Fall. Alter, das könnte man nicht einmal sagen, mich auch neidisch. Aber es auch gönnen können. Ja, ja, klar. Und dann natürlich dann auch freitags noch der Stream am Fest. Ey, bitte! Entschuldigung. Keine Zeit. Erst ein bisschen feiern, dann noch ein Stream abends. Samstag wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, wieder über 3 Stunden Sprung. Ja. Um den Mut zu machen. Und ich werde ja wohl auch streamen. Ja, deswegen ja. Nein, diese Lücke, Junge! Diese Lücke ist böse, oder? Ey, da schafft man mal komplett random dieses Hausgedöns da. Oh, fuck. Ja, den Try kann ich abladen. Dritte MC geschafft. Wallride-Treppe runter, Wallride-Treppe hoch. Als großer ob. Wallride. Sommerkind. Tube? Nein, der Tube abgefallen. Oh, aber ich hoffe, ich kann ihn wieder auf. Na, kann ich ihn wieder auffahren? Ich hoffe es mal. Ich dachte noch so der Tube runter und das ist ein spitzes Wallride-Stück. Als ob du jetzt noch verkackt hast. Wo du runter. Wo du. Oh, das ist böse. Als ob du noch verkackt hast. Man kann auffahren. Ich komm hoch, Ja! Geh runter! Ja! GG, Alter. Ich geb dir den Tipp, wenn dieser Tube kommt, nicht runter, fahr einfach mit dich weiter. Ich bin auch unten abgefallen. Weil ich dachte, man muss den Tube anhalten. Okay. Junge. Meins war, ich habe die zweiten und dritten MC sowas von langsam gefahren. Scheiße! Auf Picken auf! Ja, ist richtig. MC geschafft. Treppe. Sommerkind. Geradeaus durch. Oh, finally, ich hab's auch. Nice. Alter. Wow, was? Wow! Ja. Oh, immer noch nicht weit genug. Ja! Ja! Was? Also, Winters, da bin ich nicht zufrieden mit. Wieso machst du diesen MC hier zum Absprung nicht genau mittig, damit du genau triffst? Ja. LOL! Richtig abverkackt! Ah! Ja! Hast du Punkt?
ganz richtig auf den Post. Ich habe übrigens gerade probiert anzufahren. Vergiss es, Ares. Ja, muss also Morris-Speed. Alter, das Auffahren hier ist aber richtig Krebs, ne? Ja, weil du einen Tick nach rechts abspringen musst. Ja. Nein! Ich hab eine unsichtbare Katze gefressen! Das hab ich beim auch schon mal. Ich glaube auf jeden Fall, dass es unsichtbare Katze war. Pass auf, am Ende guck ich dann im Schnitt irgendwie mit dem Spiegel angeeckt oder so ein Scheiß. Muss auf jeden Fall. Aber Winters, da muss ich sagen, dass ich auch vom Spawnpunkt zurückfahren muss. Ja, ne? Musste. Minimal auf jeden Fall. Ich versuche hier schon mit der Maus zu lenken. Nein, fahr viel zu weit rechts. Oh, das ist ärgerlich. Ja. Warum sagst du sowas? Deswegen freue ich mich, bevor ich keinen Kontakt eingeschaltet habe. Das wäre jetzt böse. Ja. Waren wir ja eben am Überlegen, ja, komm, machen wir ohne Kontakt. Wir wissen halt nicht, was uns erwartet. Kann ja sein, dass man sich entgegenkommt oder so. Ja. Ich war genau perfekt, aber ich bin dick zu lange gewesen. Ich bin genau auf die Kante geprallt. Oh. So, jetzt aber, oder? Nee. Nein! Ja, nee, ist klar! Ich bin neben dem Punkt geflogen. Neben dem Punkt, oh, das war böse. Ja. Also Winters, das steht definitiv bei mir wahrscheinlich ein Punkt absolut. Rückfahren mag ich gar nicht bei Punkten. Nee, ich auch nicht. Richtet doch eure Spots richtig aus, Freunde. Nein! Ciao! Kein Kontakt. Hä? Ich bin hochgeflogen, aber ich hab keinen Punkt getroffen, nicht? Lol. Lol? Hä? Jetzt aber, oder? Ne! Gib mir doch den... Oh ja, ich hab ihn! Wow! Aber was hab ich nicht bekommen? Ich bin einfach hochgeflogen, da war nichts in der Luft, wo ich war. Hä? Der Punkt ist auf der Plattform, Digga. Ja, ich weiß, ich hab ihn vorhin gesehen. Nur ich bin losgefahren, hoch. Bei mir war kein Plattform da oben. Hä? Das ist ja schon wieder an der Winters. Ich bin jetzt nicht mehr begeistert. Kann mich natürlich noch täuschen, aber momentan. Hä, was? LOL, du Arsch! Ey. Digga, deine Mama! So, Freunde, ich fahre mal wieder hoch. Mal schauen, ob ich diesmal die Plattform treffe. Ja, jetzt ist die Plattform da. Okay. Da kann man immer sagen, Freunde. Gar nicht schwer. Anime! Ich lebe. Hör doch auf damit, Mann! Ich will den Platz, der mir gehört. Ich gebe niemals auf. Oh Mann, und ich darf den Scheiß nicht muten, Mann. Ein Monat. Au! Ab dem Punkt. Arschloch, echt. Alles von dir gelernt. Wow. Ach, da lang. Okay. Oh nein. Und ja, man wäre sich sogar kurz mal entgegengekommen. Blaue Wand, was du. Oh lol! Oh mein. Du musst oben drüber. Ja, ich war nur verwundert. Hä, was soll das denn? Ja, ich hab's verpeilt. Beim First Try. Das heißt, den blauen roten Lang? Nee, wieder oben drüber. Du musst oben rüber und dann kommt ein Emschel. Den hat er diesmal übrigens sauber gebaut. Ah, okay. Bin ich d'accord mit? Ah ja, guck mal, kein Drop, Freunde. Ultra geil, oder? Ich bin bedankt, Freunde, weil ich trau die Map aber gerade nicht mehr. Nein, nein, Randomizer! Deswegen mich rette dich doch! Drei Stück, jetzt sind wieder vier Randomizer. Oh Mann! Vier Stück, am Ende kommt Emschi wieder. Geil! Ich war Vollgas, ich hoffe, das ist richtig. Wow. No. Also, erst gesagt, das gibt doch wieder einen Punkt Abzug bei mir. Der ist ja sowas von schiebbar. Der ist unten auf der Straße aus, der Punkt. Als ob. Aber waren wir ein paar Sachen bei, ein paar geile, aber auch. Junge, das sind ja solche Maps, da weiß man nicht, was man erstmal sagen soll. Auf jeden Fall schöner, wenn man sich Mühe gibt. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das hier nicht ein Troll ist, Freunde.
Obwohl, hier kommen wir hin. Deswegen kann ich da mal sagen: Erster Platz, richtig verdient! Und es gibt für euch einen kleinen Cut. Halleluja! Hä? Muss das so? Also ohne den Scheiß Anfänger wäre ich unter 10 Minuten durch, meine Herren. Wenn du am Ende MC abgesprungen bist, dann bist du richtig. Ja. Wow. Die ganze Scheiße hätte er sich dann echt schenken können. Er hätte da einen Fake-Punkt einsetzen müssen. Richtig, genauso. So, Freunde, Ares fährt die letzten Punkte ab. Ich stehe vor. Herzlichen Glückwunsch. Also, die Amsterdamer waren sehr unbefriedigend, muss ich ehrlich sagen. Dann dieser Schiebbar-Punkt, ich bin bei 7 Punkten. Jo, bin ich d'accord mit. Absolut, aus genau den gleichen Gründen. Also, MC, dieser zweite MC, der war echt, der war böse. Der war richtig böse. Wegen den Lücken da. Wenn du da nicht perfekt fährst, Arschkarte. Ja. Ja, Abzug wegen einmal zurückfahren, Abzug wegen Sheetbar und dann halt das andere. Aber sonst eine sehr schöne Map hier oben. Auf jeden Fall. Zum selber zocken, Ladies and Gentlemen, findet ihr die Map unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den lieben Anime-Fan. Checkt seinen Kanal aus. Ah, sehr charmant. Damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, positive Bewertung. Bleibt nichts weiter zu sagen, außer schön mit Öl. Und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Ciao, ciao. Ah, übrigens, wir haben die Challenge geschafft. 30 Minuten mal angesetzt. Lol, easy, Junge, easy. So, jetzt. Ciao.